Hallo, mein Name ist Anton Krüger und wir zeichnen heute in drei Schritten einen Triceratops. Ihr braucht dafür ein Modell. Ich nehme dafür jetzt das Modell vor dem Landesmuseum und ferner braucht ihr einen großen Bogen festes Papier und ein paar weiche Bleistifte. Als erstes beginnen wir mit einer leichten Vorzeichnung und versucht euch am besten am Seitenprofil des Tieres. Ich beginne hier mit einfachen reduzierten Formen, mit einem Ei für den Körper des Dinos. Der Kopf ist ungefähr ähnlich groß wie der Körper. Den lege ich dann hier an. Und den Schwanz, der auch etwas kürzer ist als der Körper, können wir als Dreieck hier hinzeichnen. Ebenfalls als Dreieck können wir auch den massigen Oberschenkel des Dinos anlegen. Und so eben auch die Schulter mit den Vorderbeinen skizzieren. Wenn die Vorzeichnung steht, könnt ihr als nächste Schattierung anlegen, damit man auch den Eindruck eines voluminösen, massigen Tieres bekommt. Schöpft dabei den Stift voll aus, experimentiert ein wenig, könnt ihn beispielsweise flachlegen in dieser Art und Weise und so Schatten anlegen. Geht hier voll ins Material. Im letzten Schritt widmen wir uns der Körperbedeckung des Dinos. Das ist der spannendste Teil am Dinos-Zeichnen. Hier kann man richtig kreativ sein. Ich gebe meinem Triceratops ein kontrastreiches, augenhaftes Muster auf sein Nackenschild. Es lässt das Tier optisch größer erscheinen und schlägt Feinde in die Flucht. Diese Einschüchterungstaktik kann man auch bei heute lebenden Tieren beobachten. Ihr könnt euren Dino so weit ausformulieren, wie ihr mögt. Ich belasse meine Zeichnung immer gerne etwas roh. Und möglicherweise seid ihr gar nicht zufrieden mit eurem ersten Zeichenversuch. Aber lasst euch nicht entmutigen. Macht am besten mehrere Studien von eurem Modell und erforscht den Dino mit dem Bleistift. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und habt Lust, das zu Hause auch auszuprobieren.